Hallo, herzlich willkommen bei Wolf's Adventure. Heute haben wir einen Abi getroffen am Campingplatz und der den urgeilen, nicht die 6, sondern ist er die 5. Ich bin nämlich dreimal drum und um gerannt und der Abi wird jetzt ein paar Geschichten erklären. Geschichten erzählen und erklären und alles Mögliche, weil das Auto hat einen besonderen Hintergrund, ja. Hallo und herzlich willkommen bei unserem YouTube-Kanal Wolf's Adventure. Das ist Martin. Das ist der Philipp. Das Auto ist früher mal gefahren und am Abi auch. Eigentlich in der Tuning-Szene, müsst ihr euch vorstellen, das hat solche Felgen umgehabt mit Spinners und weiß ich nicht und tief verklebt und bla bla bla. Ja. Ganz und, so schlimm ist es nicht. Und der Abi hat sich irgendwann einmal gedacht, hey, die Leistung vom Motor, die lassen wir einfach und bauen das ein bisschen so um als Camper. Ja. Front ist von wo? Das ist eigentlich eine englische Sportline-Front, ja, mit ein paar kleinen Adaptionen, die wir dann noch zusätzlich im Offroad-Look sozusagen verpasst haben. Ja. Weil gibt es nicht und geht nicht und braucht man. Ne? Ja, braucht man unbedingt. Ja. Brauchst und ist sogar legal, alles eingetragen und eintragungsfähig. Ja. Ganz, ganz wichtig. Das macht es wirklich aus an den Fuß. Ja. Ja, das nächste, Raffen, Föhn, Vorwerk, ist natürlich auch geändert worden auf ein bisschen mehr Offroad. Genau. Ich glaube, du hast das Heck gekriegt da. Das ist ein Eibach Cross Fahrwerk mit Bilstein B4 Dämpfer. Wir haben ziemlich hohe Flanken da drauf mit zwar 35-65 auf 17 Zoll. Ja. 16 Zoll Felgen wollte ich nicht. Der Look von der Originalfelge einfach geil ist. Ja. Und ja, das haut super hin. Ein bisschen schwierig zum Typisieren wegen Dachwaranpassungen und Pipapo, ja. Das ist aber ein Baujahrproblem. Ja. Aber das macht schon Spaß und wir haben jetzt die letzten 7000 Kilometer auch viel Offroad genossen. Ja, es kommt das hat super funktioniert. Es kommt ja gerade vom Urlaub quasi, ne? Ja, von der Reise sozusagen. Vom Reisen. Ja. Ja, Urlaub mache ich in Kroatien am Strand, reisen tue ich 7000 Kilometer über Balkan. Also Adventure. Genau. Adventure. Passt Leistenaufblick, dass die Optik wahrscheinlich passt. Genau, das hat die Firma Schlafwagen alles erledigt, was so Kleinigkeiten sind. Erzählen Sie mal, was das ist. Roadshower. Im Internet erspäht, recherchiert. Viel teuer, dann direkt beim Hersteller aus England importiert, gleich viel günstiger, 26 Liter Solardusche. Mhm. Und die Jahreszeit jetzt wird schon ein bisschen schwierig, wir sind jetzt gerade am Tüfteln, wenn wir da einen Heizstab reinbasteln können. Okay. Absolut essentielles Ding, also ich glaube, wenn mich meine Frau fragt, zwei Dinge in den Auto, ja, dann ist die Roadshower, die ist, ohne der geht gar nichts. Ja. Und das zweite Ding kommt später. Nein, macht das Sinn. Du kannst zwei, dreimal am Tag duschen. Wenn du das sauber hältst, kannst, wenn die schön warm ist, mit dem Druck von dem Auslassding sogar schön einen Kaffee machen mit Barista-Scheibchen obendrauf. Okay. Super Sache. Ja. Geiler Scheiß. Solar ist da oben, 320 genau, Watt. 320 Watt, Firma Off-Grid-Tech. Was ist noch alles oben? Volles Super Programm, Aufgrund. Drinnen 100 Ampere-Stunden. Ja. Dann haben wir das Andy-Rack, wo ich sehr begeistert bin, weil die Qualität wirklich gut ist. Da rostet nichts, da geht keine Beschichtung rüber. Super Sache. Wir haben unsere Rampen drauf, wenn wir mal ganz, ganz schief stehen. Vor allem in Kroatien sind die praktisch, die hohen. Ja. Dann haben wir Dryback oben für diverses Zeugs. Im Sommer sind die SUPs drin zum Beispiel. Und jetzt haben wir halt Winterjacken drin und Pullover und solche Sachen. Und was ganz Spezielles, habe ich vorher mal dumm Lana gesehen, ist auch oben, oder? Ah, der Hängemattenhalter, der jetzt leider nicht aufgebaut ist. Ja. Den können wir ja vielleicht irgendwie aufbauen kurz. Vielleicht. Das geht nämlich ganz, ganz gut. Haben wir Bikini-Schönheit auch da? Naja, ist ein bisschen frisch heute. Okay. Sollen wir ein bisschen Features herzeigen, ne? Ja genau, jetzt sagen wir uns einmal das Hängematten-Ding. Zuerst zeige ich da vielleicht noch meine super coole Reservekanister. Halterung. Ah, das kann ich. Ja, weil das habe ich auch letztes Mal ein bisschen gefragt, wie ich vorbeigegangen bin, wie groß der Affe. Aber dass du den wegklappen kannst. Ja, genau so da auf, ne? Wie viel mein Schuh ist aus. Geiler Scheiß. Dann machen wir das da locker. Hier schnappen wir unsere Hängematte. Und die hängst jetzt quasi da mal rein. Genau. Und dann chillst du ganz Wochenende in der Hängematte. Und chillst das ganze Wochenende, wenn du das Wetter zulässt, in der Hängematte. Aber was mir gerade kommt, das kannst du auch benutzen als Bremsfallschirm, oder? Naja. Wenn sich da mal schwimmen kann. Das ist immer Ansichtssache dann, ne?
So, zicke zacke. Fertig bist, ja? Fertig bin ich. Mit Aussicht. Mit Aussicht. Ah. Kann ich mich schon rein chillen? Ah. Ja. Macht Sinn. Von der Sicht ja nicht gleich wieder. Nein. Also da richtig schön eine Schnurren, schau. Ja genau. Machst du oben zu, fertig bist. Du bist voll im Korridor. Ja. Cocooning sozusagen. Super. Und ich hab's viel schneller. Kannst du da hängen, weil du eigentlich nicht aufbauen. Nein, ja. Weil du erst die Baum suchen musst, die passenden. Genau. Das gleiche ist beim Abbau. Zicke zacke. Zusammengeschnurrt. Fertig. Zusammengeschnurrt. Eine ins Taschel. So. System wieder einklappen. Das baut übrigens die Firma Living Space. Die was auch als Space Rack bauen. Ja. That's it. Ladungssicherung drauf. Geiler Scheiß. Und funktioniert. Ja, kannst du überlegen, Philipp. Ja, überlege ich auch gerade. Ja, auf jeden Fall. Überlege ich schon. Ja. Was für Autobahn ist. Das weiß ich schon noch, wie ich es aufbaue, weiß ich noch nicht. Das ist das essentiellste, männlichste Upgrade, was so ein Bus kriegen kann. Die selbst private Hängematte. Ja, geiler Scheiß. Ja, passt, super. Ja, dann schauen wir weiter, ne? Alles klar, schauen wir weiter. Ja, da die Sandbleche, was du genau, überfällt. Sandbleche essentiell, glaubt man ja gar nicht. Ne? Die habe ich drauf notiert, wie er noch auf 20 Zoll und Sportfahrwerk war. Dann habe ich viele Smileys gekriegt im Internet. Wie wir im ersten Sandloch gesteckt sind auf der Reise, wo ich heilfroh das mit sind. Jetzt macht es wirklich. Aber ich habe ja vorher noch mal eine geile Geschichte gehört. Ja. Das Auto schaut so aus wie ein Formotion, ist aber keiner. Ja. Nein, noch nicht. Ne? Wird aber jetzt umgebaut dann auf Formotion, weil da habe ich gesagt, naja, wir wissen es auf Adventure. Kann man, muss man aber nicht, braucht man aber auf jeden Fall. Ja. Und ja. Formotion-Umrüstung steht am Plan, ist überschaubar rein mechanisch, der Rest ist Elektrik. Kann man eigentlich machen. Ist nicht so wichtig. Genau. Ja, hinten Heckleiter, Kanisterhalterung. Reservekanister. Und ein schönes Vanessa-Bettchen. Ja genau, das kann man ja ausziehen oder irgendwie. Genau, das ist mit Küche, weißt du? Volle Tiefe. Alles drin, was man braucht. Lebensmittel, Werkzeug, Männergewand, Frauengewand, Schuhe. Ja, puh. Alles was man braucht, ja, und was nicht braucht. Ja, also da ist man ja permanent am Sortieren, das wird eh jeder wissen. Ja. Da haben wir unser Schuhrollbett für die kalte Jahreszeit. Ja. Auch eine tolle Investition. Aber das ganze Ding kannst du rausnehmen, glaube ich, oder? Was meinst du? Ja, das ganze Konstrukt, oder? Genau. Also alles, was in dem Auto drin ist, von der Küche bis zum Heckauszug bis zum Bett, ist eigentlich mit, ich sage jetzt mal, wenigen Handgriffen komplett entfernbar. Entfernbar, ja. Kannst du das Transporter von. Ist im Schienensystem verankert. Was mir aufgefallen ist gleich einmal der Himmel. Ja. Der Dachhimmel, ja. Also da hat sich einer wirklich so. So, irgend so einer, der was ausschaut wie der Abi und wahrscheinlich Abi heißt. Ja, genau. Hat sich Urfehocken auch da. Ja, und hat sich eingebildet, der muss einen Himmel machen. War aber wegen der Kopffreiheit. Ja. Ja, weil der originale Himmel ist ja bis da runtergegangen. Da das heißt, wir haben da gefühlte 5-6 cm in die Höhe gewonnen. Ja. Plus, es schaut geil aus auf die Nacht. Plus, da ist ein Zirbenöl drauf auf die Tapetenleisten. Dann riecht es auch gut. Macht Sinn, ja. Mhm. Und das mit den Taschen, mit dem ganzen Konzept, das ist wirklich stimmig. Schaut leibend aus und du hast da gleich viel Platz. Genau, Stauraum essentiell. Ja, wir haben jetzt da die Airline-Schiene nachgerüstet, wie man sieht. Da funktioniert das sowieso ganz klasse. Ja. Felleisentaschensystem, sowieso Top-Qualität, gibt es überhaupt nichts zu sagen. Ja. Darunter sind die Isoliermatten von Erna, das funktioniert super. Also trotzdem kühl wird bei den Fenstern. Mhm. Also da sind nur Fenster drinnen? Da sind Fenster drinnen, da sind Isoliermatten drüber. Und dann ist das Haltesystem für die Hängetaschen. Ja. Habe ich aber, glaube ich, seit einem Jahr nicht mehr rausgeschaut aus dem Fenster. Ja, seit wir das einbaut haben, bleibt es zu. So, jetzt schauen wir da mal rein. Jawohl. Was da drin so los ist. Ja, schauen wir mal. Da ist jetzt einfach zusammengerannt. Was ist da los? 80er Jahre Style? Ja, ganz, ganz wichtig. Kind der 80er, ein bisschen pixeln muss immer sein. Wie sagst du das? Und auch damit der ganze Drängend in die Schienen reinfliegt und so weiter. Ja, ne? Das ist so. Weißt du, ja, da die meiste Zeit bewegst du in dem Bereich rein, raus. Und das ist schon ganz, ganz wichtig. Ne? Das ist alles klappbar. Da sind unsere 30 Liter Kühlboxen, Nummer 1, Nummer 2, Getränke, Essen. Ah, hast du zwei, okay. Ja. Da hinten versteckt sich noch ein Multivent-Tisch, den wir nicht mehr rauskriegen. Den müssen wir mal chirurgisch entfernen, weil das funktioniert so nicht mehr ganz.
Und ja, wie du siehst, also da 1000 Zeug, 1000 Sachen, meine Bibliothek. Und da haben wir unsere Küche. Da haben wir, was haben wir denn da? 19 Liter Frischwasser, 13 Liter Abwasser. Da ist die Solaranlage hinten versteckt mit Trockentrenntoilette. Mit Toilette? Jawohl. Super. Firma Kiltwick, sehr, sehr praktisch. Braucht man nicht oft, aber wenn man es hat, ist super wichtig. Alles, was man braucht, für Kochen, Essen, Arbeit kann. Ja. Super Geschichte. Drehkonsolen für mehr Roomspace. Ganz, ganz essentiell. Aber grundsätzlich, man kommt quasi mit einer Küche mit einem Kastl aus, fertig. Ja, eigentlich schon. Also ja. In einem VW-Bus brauchst du wahrscheinlich eh nicht viel mehr einbauen. Ja, wenn ihr jetzt eine Liste schreiben müsst, was ihr braucht, da eine und was ihr weg könnt, dann könnt ihr wahrscheinlich extrem viel Zeug wieder ausrahmen. Mhm. Ja. Aber wenn du das unterbringst und jedes Ding seinen Platz hat, sage ich gern, man hat's ja trotzdem dann haut das gut hin. Ja. Mhm. Schaut, wir haben den Bus gekauft mit 380.000 auf der Uhr. Ja. Laut Vorbesitzer bei 200.000 an Tauschmotor, bevor er von Deutschland, ist ein deutsches Auto, nach Österreich importiert worden ist. Ja. Wir haben dann einmal draufgefahren, nochmal 100.000. Aktuell hat er 520 am Tacho. Und irgendwann haben wir halt dann gesagt, müssen wir jetzt mal ran. Ja. Und wir haben dann den kompletten Motor revidiert, Ladeluftsystem gewechselt, neuen Turbo, Krümmer gemacht. Und das funktioniert schon ganz gut. Ja. Ja. Macht das Sinn, ne? Ja, es macht auf jeden Fall Sinn, weil wir waren im Wiegen. Und wir waren bei 2986 Kilo mit voller Wasserbeladung und zwei im Auto. Das heißt, bei 3 Tonnen möchte ich nicht mit 100 PS durch die Gegend fahren. Das macht einfach keinen Spaß. Ja. Das ist, ja, so eine Runde macht halt mehr Sinn. Ne? Ja. Ja, der meiste Rest ist Kosmetik, kleine Adaptionen. Ja. Jetzt kommt eine Luftstandheizung rein, damit es kuschelig bleibt. Ja, es ist auch immer was zu tun. Wir wissen das alle. Die Autos sind nie fertig. Genau. Du tust immer irgendwas hin und her fahren. Ja, und wenn du viel Kilometer machst, sowieso. Ja. Wir haben dieses Jahr 18.000. Okay. Ja, in die letzten 9 Monate sozusagen. Und da wird halt immer wieder was fällig. Ja. Ja. Was hat er noch gemacht? Na, was haben wir das Jahr noch gemacht? Wir haben 17 Zoll Upgrade gemacht auf Doppelkolbenbremsen. Hinten auch alles neu, Gummis, Lager, was du dir vorstellen kannst, damit das einfach jetzt eine Zeit lang wieder funktioniert. Ja. Macht Sinn. Macht Sinn. Na gut, Abi. Was war das zweite Feature, was die Frau nicht missen will? Die Toilette. Ah, okay, passt. Ja, ist einfach so. Ja. Macht das Sinn, klar. Ja, Toilette und Dusche. Wir Toilette Männer und wissen, Dusche, ja. Machen, also wenn ich noch einen Bus umbaue, das erste, was ich einbaue, ist eine gescheite Toilette und eine gescheite Dusche. Ist einfach so, ja. Ja gut, Abi. Hat mich gefreut. Recht herzlichen Dank. Danke für die Erklärung. Jetzt Wochenende noch. Wir werden uns jetzt wieder am Heimweg begeben. Alles klar. Bleibt auf jeden Fall dran. Abonnieren, liken, bla bla, wisst ihr alles. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum Bus habt, ja, mit irgendwelchen Kommentare geht schon. Fragen, weiß ich nicht. Haut es in die Kommentare und ein, der Abi hilft euch sicher weiter. Dann sehen wir uns beim nächsten. Ciao, grüß euch. Tschüss. Ciao.